Hallo YouTube AdSense hier, ich starte mal den Vlog zum Geburtstag. Habe ich mir so spontan überlegt, das lohnt sich, weil ich habe Besuch aus Berlin. Schon wieder? Der Idiot ist schon wieder da. Und der Platz. Sag mal, das Monat hier, oder? Ja, schlimm, Alter. Ich wohne jetzt hier. Dritte Mal dieses Jahr schon, ne? Jedenfalls habe ich mir gedacht, auf Kamera am Start, fangen wir mal Samstag an, ja, das bis Dienstag früh, ne? Eine ganze Weile. Da können wir ein bisschen was aufnehmen. Aber hier ist noch ein anderer Berliner da, nämlich Rising Time, Alexander Link. Und gegen den spiele ich jetzt erstmal eine Runde Meta. Das wird sehr schlimm. Und das ist eine Runde Infernoid mit Left Darkness gegen Harpien. Er baut gerade noch die Technik auf. Das Spiel wollen wir featuren und das kommt dann auf seinem Channel online. Ist er schon fertig? Er ist schon fertig. Alex ist noch am Aufbauen. Hi. Den kennt ihr ja aus dem letzten Video schon. Der ist jetzt auch irgendwas hier. Er baut gerade auf und dann wird das Spiel gefeatured. Das könnt ihr euch dann mal angucken. Also hier geht es gerade darum, wer gewinnt, der kriegt den Bestand vom anderen. Nein. Niemals. Wenn du so hoch pokern wollen würdest, wäre ich dabei. Nein, hör mal auf. Das wird Spaß machen, wollte ich. Also, noch nicht. Der heutige Sneak-Gewinner sitzt auf dieser Seite, also muss er gewinnen. Ach ja, siehst du, und wir haben Sneaks heute hier. Und der zweite hier. Ah, ihr habt schon Sneaks mitgespielt? Ja. Sehr schön. Wie viele Leute waren so da? 10 oder 12. Genau. Gestern 0 Uhr? Nee, da war ich nicht dabei. Nee, aber nee, vorhin ich um 11. Alles klar. Nach 16 Uhr sind wir nochmal dabei. Robin hat seine Schokomilch. Immer so. Los geht's. Ich komme jetzt zu, was du hier machst, was ihr hier macht. Und dann zerstöre ich den Golden. Gut, das Spiel 2-0 gewonnen. Haha. Beim nächsten Mal kriege ich dich. Spiel 1 auf seinem Channel, Spiel 2 auf dem hier. Bisschen später dann. Ja. Wenn sie dann mal kommt, egal, am Ende bin ich trotzdem auch ein Gewinner, weil mein Rucksack ist voll. Schön, schön. Der hat Bock zu goaten. Müssen wir das hier machen? Ja. Na gut. Er hat 2-1 gewonnen. Gewiss. Weil er einfach mal keine Angst hatte vor meiner Verdeckten und hat dann einfach BES beschworen angegriffen. Ich wäre doch tot gewesen, wenn ich mal nichts gemacht hätte, oder? Ja, naja, passiert. Ja. Gut, wir sind durch mit der Hall of Games für heute. Du bist durch mit allen. Er ist auch durch mit der Hall of Games heute. Noch nicht ganz. Nee, der ist schon seit gestern durch. Noch nicht ganz. Heute Abend geht's grillen. Der kommt hier irgendwie nicht zum Schlafen. Heute Abend geht's grillen. Grillen? Geht's grillen, ja. Könnt ihr grillen hier? Nee, hier nicht. Da kommt ja wieder das Ordnungsamt. Na gut. Toll. Auf dem Bürgersteig grillen ist eine gute Idee, ne? Ja, dachte man auch, ja. Sehr gut. Wir können ja hier die Nacht durchmachen. Nein. So, Robin, da sind wir wieder. Peace. Clash Royale für immer. Was machen wir jetzt? Wir wollen erstmal einen Döner essen. Jetzt gehen wir Ergänzungseinkaufen. Wie hat er geschmeckt, der Döner? Der erste aus Halle. Der erste aus Berliner. Halle, gemacht von einem Inder. Inder, asiatischen Mitbürger. Das war okay. Ja, sehr gut. Und dann machen wir Curry eingekauft. Alles für Curry eingekauft. Reis, Curry, Chicken. Ja. Aber genau. Das Curry fehlt. Ja, ich dachte, ich hätte noch Currypulver da, aber nein. Nein. Also müssen wir nochmal zum Netto. Ja, das Video ist noch nicht genug Yu-Gi-Oh! Nee, gar kein bisschen. So, da, jetzt haben wir Yu-Gi-Oh! Jetzt ist das Thema auch schon gemacht für diese schöne Szene. Was machen wir heute Abend, Jens? Ich will Thomas, wir haben jetzt 18 Uhr. Wir könnten noch eine Runde Gold spielen und dann noch einkaufen und dann... Dann werden wir prangial eskalieren. Passiert heute noch was? Ah, ich bin ziemlich fertig irgendwie vom Tag. Es war ziemlich, wir sind viel rumgelaufen, ne? Ja. In der Natur, dies und das. Mal schauen, ob wir noch was machen. Enrico ist irgendwie unterwegs mit seinen Leuten. Und könnte prangial eskalieren? Ja, vielleicht sehen wir den heute noch. Das hast du ja auch in deinem Best-of drin, ne? Die, ja, die ja, Eskalation. Genau, das fand ich jetzt so toll, das müssen wir rein. Na genau. Das ist eine der besten Sachen, die auf dem Kanal passiert sind, wie ich finde. Ansonsten sage ich mal, das war's von Tag 1 hier mit Robin zu Geburtstagstage. Guten Morgen, Robin. Guten Morgen. Ja, ich habe hier schon fleißig Kaffee gemacht, Nachforschungsanträge gemacht. Wie ihr es von mir kennt, selbst im Urlaub noch ein bisschen gearbeitet. Lämmer. 74, Master of Blades. Ja, der war mal gut. Der war mal gut. Ist ja nicht immer noch gut, kostet nicht immer 10.000 Euro. Ja, 100 ja. Millionen. 100 Millionen. Gut, ja, ansonsten, was ist heute geplant? Ein paar Videos drin. Anderen Unboxings, mach dir vor zum Montag. Jetzt erstmal frühstücken und heute Abend reinfeiern. Jo, wir sitzen ja gerade im Lager. Ja. Und haben jetzt das erste anderen Unboxing zusammengedreht. War cool, das macht echt Spaß, weil da einem so die Entlastung so ein bisschen... kommt, dass man nicht alles einzeln nachgucken muss, alleine nachgucken muss. Und wir haben jetzt schon, also Robin hat jetzt schon knapp zwei andere anderen Unboxings vorbereitet. Insgesamt sehe ich jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Dinger, die wir machen könnten. Ich glaube, alle schaffen wir heute nicht. Aber so 2 Stück will ich auf jeden Fall schaffen, weil da haben wir Content von
Dienstag bis Donnerstag und vorsichtig zum Montag wollen wir dann noch drehen und der Vlog kommt morgen online. Irgendwie so. Oh, nee, der kommt erst online, wenn du gehst. Das ist richtig. Ja, dann verdrehen wir da ein paar Sachen. Aber schon wieder krass, was ihr hier alles zugesendet habt. Was hat man jetzt hier dabei? Hier haben wir eine One-Piece-Matte. Ich habe mich direkt verliebt. Die ist sogar Joan Jump, also schaut original aus vom Kartenspiel. War hier ein Manga dabei, dann wieder Magic, Pokémon, Naruto, Schwarz-Weiß, alles mögliche dabei. Höhlenzuhörer. Mal gucken, wie ich das verwerten kann. Du sortierst gerade noch die Sammlung nach Seltenheitsstufen, ne? Ja, genau. Und das dann wird es langsam Zeit, dass du das Curry anfängst. Da bin ich gespannt, wie er das macht. Ja, ich auch. Die letzten, die ich gemacht habe, waren immer ganz gut. Gut, also wir wollen heute ein bisschen produktiv sein zum Sonntag, weil wir gestern hier gar nichts Wirkliches gemacht haben. Wir haben ein bisschen Gold gespielt. Wir sind sogar früh ins Bett gegangen. Ja, wann war es? 12:30 um 1 oder so sind wir ins Bett, ohne mal raus. Glaubt ihr uns wahrscheinlich nicht, oder? Aber wir hatten irgendwie von der ganzen Marschiererei am Mittag, Nachmittag. Hat's und mir von erreicht. Der ganzen anstrengenden Woche. Ja, die Woche war auch... Naja, gut. Also, wir berichten später mehr. Richtig, jetzt wird erstmal Sammlung geguckt. Der Typ ist so leblos. Seit Stunden sitzt er hier rum und sortiert das letzte An- und Unbox vor. Und da war richtig viel Scheiße drin. Ne? Hier. Die ganze Kiste ist schon voll mit... Karten, ich hätte meinen Stuhlgang da reinlernen können. Alles! So ausschauen. Krasser Mist, aber gut. Gehört auch dazu. Jetzt haben wir es gleich 20 Uhr, Robin. Ja. Er ist gleich fertig. Ja, ich krieg ihn hier nicht weg. Er wollte. Guck es dir an, wie die Karten aussehen. Er wollte immer weitermachen. Die sind nicht mal gerade, sind nicht mal mehr gerade Karten, das ist einfach scheiße. Im Licht sieht man nicht viel, aber ja, vielleicht sieht man es doch. Ansonsten, wir haben lecker gekocht, das habt ihr gestern dann schon gesehen. Wir haben dann das Wort zum Sonntag gedreht, weil heute ja, nee, zum Montag, ne, weil ja heute ist Sonntag und das habt ihr vorgestern schon gesehen. Und die anderen Unboxings, die jetzt alle vorbereitet sind, die reihen sich hier so. Das ist eins, das ist eins, das ist eins, das ist eins, das ist eins. Das sind wieder nur Karten. Ja, dann sind wir fertig mit heute. Dann feiern wir rein. Morgen feiern wir weiter. Und am Dienstag geht's nochmal weiter mit Familie. Ja, und ich fahre nach Berlin ab und schmeiß Steine. Ah, wirklich? Du ja. Auch? Oh. Immer erste Reihe und dann gib ihm. Naja, wenn es Spaß macht. Ich sitze dann doch lieber beim Kaffee bei Großeltern. Ja. Das war's von heute, glaube ich. Außer es passierte noch irgendwas. Es wird noch was passieren. Robin hat übrigens gestern Abend die Kamera mit ins Zimmer hier genommen, weil er Angst hatte, ich würde ihn sonst irgendwie filmen. Würde ich niemals auf die Idee kommen. Hast du heute aber gemacht, direkt als ich sie dir in die Hand gedrückt habe. Ja, richtig. Da warst du ja schon wach. So, nachdem wir gestern schon mal eine grandiosen Kochkünste gesehen haben, haben wir gedacht, machen wir mal Next Level Shit und beschneiden mal unser Brot mit diesem wunderschönen Messer. Ja. Man sieht zwar, das ist zwar ein bisschen schwieriger, weil die Klinge ein bisschen groß ist, aber man kommt mit der spitzen Ecke perfekt überall rein. Guckst du hier, das ist alles schön ausgekratzt. Muss natürlich aufpassen, dass du nicht zu doll reindrückst, weil sonst kommt sie hinterher unten raus und dann ist das Ding auch ein bisschen scheiße. Ja, Kommentar vom Kamera-Mann, das hat alles in den Geschirrspüler, deswegen haben wir gerade kein anderes Messer mehr gehabt. Geht aber trotzdem, oder? Man darf das Messer halt nicht zu doll im Bauch haben. Also, ja. Wie? Das ist so stumpf, das geht nur bis zur Hälfte rein. Ne? Bei mir, weil ich so fett bin, bist du nirgends drin. Scheiße. Alles klar, wir sind dann durch für heute. Ja, und in beiden Sinnen. Schmier mal deine Schnitten. Meine Schnitten. Der Typ, ey. Also das ist, glaube ich, das Längste, was ich seit langem hatte, dass der 4 Tage hier ist. Oder 3,5 oder so. 3,5. Bitte. Alter, 3. Ja, vor allem 3 Nächte hier, ey. Weil wir gerade bei Zahlen sind, Grüße an Thomas Lindau. Thomas Lindau, du... Nee, das sage ich jetzt nicht. Wegen dir habe ich kein Gold-Event gewonnen. Naja, gut. Ich bin für den, dass der so durch ist, dafür bin ich nicht verantwortlich. Nee, das waren die ganzen Sammlungen, die du angeguckt hast. Da war ich mehr verrückt geworden als du. Alles klar. Ich kann ja mal, wir können ja mal ein Foto von meiner Kacke einblenden. Da sieht man mal, was wir da in der letzten Unboxing ausgepackt haben. Ey. Tschüss. Ah! Jens, erzähl, was ist gestern passiert? Was war das? Nein? Nee? Willst du nichts zu sagen? War cool. War aber toll, ne? Geil. Und heute Abend wird entspannt, ne? Ja. Wird ruhig. Keiner kommt, alles gut. Wird ganz entspannte Nummer, ne? Ja. Putzt du schön Zähnchen. Ja. Okay. Machst du gleich die Karten einpacken. Karten? Ja, hast du nur noch 120 Karten bestellt, die du machen willst. Dann müssen wir noch zur Post gehen, die Briefe abgeben. Wird stressig, ja. Ich gehe gleich duschen. Ich muss ja noch einkaufen, sonst kommst du nur heute aus meinem Fahrrad. Das ist richtig. Und übrigens, du solltest gucken, was noch auf dieser SD-Karte drauf ist, was gestern Abend noch passiert ist. Ja, mach ich.
soll das vielleicht tun. Hallo, grüßt euch. Ja, heute ist mein Geburtstag. Wir haben gestern cool reingefeiert, haben jetzt ausgeschlafen. Jetzt habe ich gerade noch ein paar Erledigungen gemacht, bisschen eingekauft. Habe die ganzen Glückwünsche von euch schon gelesen. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht's zu meinem Vater im Garten. Da wird noch jetzt vorbereitet mit Robin, dass die 25 Leute, die ich eingeladen habe, nachher auch Platz haben. Ja, Robin hat angeboten, er möchte grillen für alle. Die Kamera nehmen wir mit dabei. Wetter sieht gut aus. Bier, ganz viel Bier. Von Robin. Und Dale. So, jeder Dale. Jo, aufgebaut ist. Jetzt warte ich nur noch auf die Gäste. In einer Stunde sind die ersten da. Und er hat sich angeboten als Geburtstagsgeschenk. Er grillt heute für 25 Leute. Das wird sehr viel Spaß machen. Vor allem, weil ich diesmal auch Fleisch grillen darf. Ansonsten nicht? Freundeskreis. Wir waren ja letzte Woche in Wandlitz. Das ist ein kleiner Vorort von Berlin, weil ein Freund von mir dort von seiner Familie aus eine Gartenlaube zur Verfügung hat. Und da haben wir gegrillt. Alles vier Vegetarier. Und du. Und ein Fleischesser. Ja, schön, wunderbar. Und das war sehr unschön. Ja, Wetter passt auch soweit. Jetzt kannst du ja eigentlich stoppen. Hallo Leute, ja, wir befinden uns jetzt am Ende vom Vlog. Ich habe ja die letzte Aufnahme mit Robin gemacht. Da haben wir alles vorbereitet für die Feier am 30.04. Dann habe ich mit Familie am 1.05. noch gefeiert. Jetzt haben wir schon Mittwoch, den 2.05., wo ich schon gearbeitet habe heute. Jetzt dachte ich gerade, bevor ich das Video schneide, beende ich mal den Vlog. Das war mehr oder weniger so ein paar private Sachen in den letzten Tagen. Ich habe mich gut ausgeruht, hatte 5 Tage Urlaub, bin jetzt wieder guter Dinge, hier wieder voll durchzustarten für das Geschäft und für YouTube. Haben einiges gedreht, was die nächsten Tage noch online geht. Danke Robin, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Hast mich mal ein bisschen abgelenkt von der ganzen Arbeit. Das war sehr gut. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, unsere Dummheiten hier mit zu verfolgen. Ich werde mal schauen, was alles noch gedreht wurde, was ich noch nicht angeguckt habe. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Jens.